Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Zwei-Zimmer-Küche-Bonbons von Timi Hendrix. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Zwei-Zimmer-Küche-Bon von Timi Hendrix, das Ganze aus dem Jahr 2015. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das erste Album von Timi Hendrix, das erste Soloalbum. Wir haben hier eine Box im Querformat gestaltet. Hier oben lesen wir einmal orange den Künstlernamen Timi Hendrix. Dann lesen wir hier den Albumtitel Zwei Zimmer Küche Bong. Und dann haben wir hier das Cover. Wir sehen hier den Interpreten in der Ecke des. Ja, ist die Frage, was das hier für ein Zimmer ist. Hier hätte es eigentlich gesagt Wohnzimmer. Allerdings haben wir hier auch eine Badewanne und eine Dusche. Also die Vermutung liegt nahe, dass es vielleicht doch eher das Badezimmer ist. Aber hier spielen sich auf jeden Fall wilde Szenen ab. Also hier ist ein geschmückter Weihnachtsbaum. Hier ist unter anderem Mr. Satan und Saddam Hussein von South Park. Dann haben wir hier Fernseher, Bügeleisen, Bügelbrett, Gitarre, Fahrrad, eine Katze. Also hier tut sich echt einiges. Und Timi Hendrix will hier mit einem Revolver sich zur Wehr setzen und die Gitarre verdeckt hier seinen Intimbereich. Also auf jeden Fall eines der interessantesten Cover, das ich je gesehen habe. Auf der Seite lesen wir Trailer Park, das Logo des Labels. Dann rechts auch wieder Interpret plus Albumtitel, links ebenso. Oben gibt es ja noch das Logo von Timi Hendrix. Und auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Wir haben hier die Infos zum Album, die Tracklist. Wir haben hier 14 Tracks an der Zahl. Allerdings sind hier die Features ja nicht angegeben. Es sind wirklich nur die Tracks. Die Features gehe ich mal davon aus, dass wir die dann auch im Booklet vorfinden. Dann haben wir hier die Szene auch wieder, selbes Zimmer. Allerdings ist Timi Hendrix hier scheinbar nicht mehr auf dem. Doch, also eventuell sehen wir ihn hier nur nicht, weil es eben gerade von der Perspektive sich nicht ausgeht, aber es ist auf jeden Fall dieselbe Ansicht hier. Hier ist der Weihnachtsbaum, die zwei Figuren und hier liegt dann auch noch sein Hund am Boden. Dann haben wir die Beteiligten und einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Die Box ist übrigens auf 5000 Stück limitiert. Also. Die gab es damals 5000 Mal. Wir haben hier einmal das Shirt. Dann haben wir das Bonusalbum Heiliger Timme. Eine Leinwand. Sowie dem Album an sich. So, ansonsten hier alles in weiß. Hier entsprechend noch so ein Einleger, wo das Album Platz gefunden hat. Es gab hier noch einen weiteren Boxinhalt, den ich euch allerdings nicht präsentieren kann, und zwar ein Poster. Das hat keiner ursprünglich in seiner Box vorgefunden, denn es gab damals irgendwie Probleme bei der Herstellung, bei der Lieferung, sprich alle 5000 Boxen wurden irgendwie ohne Poster ausgeliefert, aber man konnte das Poster damals gratis nachbestellen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das bis heute nicht getan. Am Poster war, glaube ich, genau dieses Motiv hier. Also das gab es hier so im Querformat als Poster zu bestellen. Konnte man damals nachholen. Okay, deswegen, ja, ich sag's euch dazu, aber ich kann euch das Poster jetzt leider nicht zeigen, da ich es bis heute nicht habe. So, wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus in einem regulären Schulcase. Das Cover kennen wir schon von der Box. Hier oben haben wir dann noch zusätzliche Infos, und zwar einmal die Katalognummer von Trailer Park. Stereo, das Logo von Timi Hendrix sowie das Trailer Park Logo. Okay, hier an der Seite lesen wir auch wieder den Albumtitel. Ebenso. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist und hier spannenderweise haben wir die Features mit dabei. Und zwar haben wir Features von Sapient, Skinny Chef, Das W, Alligator, Elch, Basti, DNP, Karate Andy, Sapient, Sapient, Das W. Also jede Menge Features hier mit drauf. Cuts von DJ Z, Beteiligte plus Barcode. Und dann schauen wir mal hinein. Hier haben wir als erstes mal das Booklet.
einmal das Cover, das kennen wir bereits. Dann haben wir so einzelne Nahaufnahmen. Hier, wie gesagt, Mr. Satan von South Park. Das sieht so nach Mikrowellen, beziehungsweise, ja, es steht im Backofen. Sieht so nach Alufolie aus und da drin befindet sich vermutlich Essen. Beziehungsweise, eventuell ist das auch eine Mikrowelle. Oh, keine Ahnung. Also rein so von den Tasten hier hätte ich gesagt eine Mikrowelle. Aber eventuell auch so eine Kombination. Mikrowellen, Herdkombi, was auch immer, Backofen. So, wir haben hier die Tracklist inklusive der Info, wer daran beteiligt war. So sieht das aus. Das Fahrrad steht hier nach wie vor zur Hälfte in der Badewanne. Fotos im weihnachtlichen Haushalt. Und hier haben wir sogar Mr. Hanky, der hier in der Dusche sitzt. Mr. Hanky, der Weihnachtscode. Also, Timmy, ein bekennender South Park-Fan. Und hier nochmals mit seinem Hund, wunderbar, im Polunder. Listen to Timmy Hendrix. Ja, eventuell das hier auch als Wendecover zu verwenden. Sieht auf jeden Fall gut aus hier im Anzug mit dem Hund auf dem Arm. Dann kommen wir zur CD. Die sieht so aus. Und auf der Rückseite gibt es dann nochmal Saddam zu sehen. So. Als nächstes kommen wir zum Bonusalbum. Das Bonusalbum von Pimpulsiv, Heiliger Timme. Hier unten das Pimpulsiv-Logo, dann hier das Timi Hendrix-Logo. Dann haben wir hier scheinbar den Messias in dieser dreifachen Ausführung, so wie man es ja vom Logo von Timi kennt. Und auf der Rückseite haben wir 15 Tracks. Es sind allesamt Instrumental-Tracks von Timi Hendrix. Und was spannend ist, wenn wir uns die Track-Titel so ansehen, wir lesen jetzt einfach mal eine Reihe nach, von oben nach unten durch. Das kunterbunte Haus ist eigentlich düster und grau. Mit den richtigen Pillen sieht man das nicht so genau. Amen. Ja, also das auf jeden Fall bezeichnend für den Künstler. Dann hier wieder die Logos und Beteiligte. Hier gibt es keinen Barcode. Warum? Das gute Stück hier war wirklich nur in der Box zu haben. Das hier exklusiv in der Box. Kommt hier in der Papphülle. Hier haben wir dann die CD. Sieht so nach Kirchenfenster aus. Okay, also das Album 14 Tracks und dann haben wir hier nochmal 15 Tracks zusätzlich. Dann kommen wir zur Leinwand. Die kommt hier in so einer Folie, in so einem Plastikbeutelchen. Und was haben wir hier? Wir haben hier eine wunderschön designte Oberfläche. Hier unten lesen wir wieder Listen to Timi Hendrix, also das ist so ein Stempel. Dann rechts unten auch noch eine Unterschrift und der Rest ist wirklich individuell designt. Also es gab da sogar auch Videos, wo diese 5000 Platten alle am Boden aufgelegt waren und wo die einzelnen allesamt bemalt wurden. Und hier oben links, das glaube ich ist auch auf jeder Platte drauf, das ist so ein Blue Crystal oder Blue Meth Stein, wurde das glaube ich genannt. Ja, der soll tatsächlich auch auf jeder dieser einzelnen Platten aufgeklebt worden sein. Auf der Rückseite sieht das so aus, Leinwandkarton. Also das ist wohl der Hersteller, wo das gekauft wurde. Okay. Ja, also Timi Hendrix hier künstlerisch am Start. Somit hat jeder sein Unikat zu Hause. Und als letzten Boxinhalt haben wir ein Shirt. Hier haben wir dann den Hund wieder, also Heisenberg. Mit der bekannten, mit diesem Atemschutz, mit dieser Maske, die man ja auch aus Breaking Bad kennt. Und hier lesen wir dann Listen to Timi Hendrix, auch der Schriftzug hier in diesem Breaking Bad Stil gehalten mit den chemischen Elementen. Auf der Rückseite in weiß. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Gildan Heavy Cotton in der Größe L. Und das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Haiti. Grüße gehen raus. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L. Dann haben wir diesen Leinwandkarton hier, wie gesagt, individuell gestaltet, inklusive Stempel, Unterschrift und diesem aufgeklebten Steinchen hier.
Das Bonusalbum, das Instrumentalalbum Heiliger Timme mit insgesamt 15 Tracks. Sowie natürlich dem Album an sich Zwei Zimmer Küchebon mit insgesamt 14 Tracks im regulären Toolcase. Jawohl. Wie gesagt, Poster auch noch dabei, aber noch nicht bei mir. Das alles in dieser wunderbaren Box Zwei Zimmer Küchebon von Timi Hendrix. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Timi Hendrix unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.